Jetzt sind wir nochmal hier auf dem Lahnuferweg. Sehen wir die Hass hier, ein paar Boote. Hier ist das Regattabüro. Oben wahrscheinlich, müssen wir mal gucken gehen. Und sonst haben wir hier eine kleine Zeltlandschaft jedes Jahr, wo Vereine sich aufhalten, aufwärmen, verpflegen. Ja, sind wir in der Hass hier. Der Steak. Das ist die Pfingstregatta, erster Tag, Samstag. Jetzt sind wir hier an Ableger angekommen, wo die ganze Veranstaltung stattfindet. Hier ist auch noch der Ableger vom Kanu. Bereich. Da liegen ja in Skulls. Riemen habe ich noch keine gesehen, er ist nur skullisch unterwegs heute. Da haben wir das Wehr. Da vorne ist dann die Ziellinie, da wo der Kran hängt. Mit der PA-Anlage, da ist das kleine Haus. Ne, Haus, der Wagen, mein Gott. Da ist Zeitnahme drin und andere Sachen. Ich glaube Schiedsrichterfunk an der Stelle. Und hier ist dann der Auslauf und hier ist dann der Anleger, wo wir stehen. Und rechts ist dann wieder die GRG, die Sammlergesellschaft. So, auf der Seite der GRG angekommen. An Ben Sprenger von der Rudergesellschaft Wetzlar zum Sieg in der Leistungsgruppe 1 des Junior mit einer A. Richtung Ziel begibt sich auch schon die zweite Abteilung im Junior einer A. Hier am Start die Binger Rudergesellschaft mit Lars Meth. Auf der Startbahn 2 Lennart Holi von Rudern und Sport Steinmüller Marburg. Und auf der Startbahn 3 Kevin Dick vom Weilburger Ruderverein, der hier offenbar auch schon deutlich in Front liegend, also circa 250 Meter vor dem Ziel, einen relativ entspannten Endspurt entgegenrudern kann. Verein Hellas Offenbach in Front und rudert als erste der Ziellinie entgegen hier im mittlerweile gestaffelten Feld vor der Asianerin aus Gießen, Nicole Zahr und Tatjana Maus hier aus Bad Kreuznach. Hier noch eine Durchsage, es wird noch ein Obmann oder eine Obfrau benötigt im Regattabüro und zwar die Vertreterin von Hanauer RC Hassia. Bitte ins Regattabüro. Vertreter vom Hanauer RC Hassia, bitte ins Regattabüro. Hallo, ich bin jetzt beim DLRG eingetrudelt, hat man gefragt, ob wir eine Aufnahme machen können, weil DLRG ist mit das Wichtigste neben anderen Rettungsdiensten bei der Regatta, der Gießener Pfingstregatta 110, um überhaupt die Veranstaltung durchzuführen. Wer bist du, was machst du und wie stark ist eure Besatzung heute? Ja, moin, ich bin der Fabian, bin hier neben aktuell Wachführer, sonst bin ich technischer Leiter in der Kreisgruppe Gießen. Und aktuell sind wir mit drei Booten und einem Fußtrupp unterwegs, plus hier neben so den einen oder anderen Rettungsschwimmer noch, die den Steg absichern und ein bisschen für die Führung sorgen. Wie sieht das aus? Schon irgendwelche Vorfälle gehabt oder einfach nur normaler Wachdienst? Ja, also
normalerweise Rettungsdienst an der Regatta. Also den einen oder anderen hat es rumgedreht, die sind gekentert. Ich glaube, wir hatten jetzt 2 Stück in der ersten Schicht. Und wie stark ist dann eure Mannschaft? Aktuell sind wir mit 18 Mann da. 18 Mann. Für die 3 oder 2,5 Tage? Ja, genau so. Also mindestens 15 brauchen wir und dann immer noch den einen oder anderen, der links und rechts mal aushilft. Alle 3 Tage plus 1 Tag Vorbereitung. Das brauchen wir. Ich habe gehört, 3 Boote habt ihr im Einsatz? Ja, genau. 3 Boote. Da wurde eins nägelnagelneu gerade eben getauft. Sehen wir nicht. Können wir nicht nur drauf filmen. Sehen wir leider nicht von hier. Aber ja, 2 Schlauchboote und ein Boston Whaler, so ein GFK-Boot. Haben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schon mal eine Regatta gesehen? Wissen Sie eigentlich, wie sowas funktioniert? Ja, also wir haben den einen oder anderen ehemaligen Ruderer dabei und sonst, bis auf 1-2 Ausnahmen, waren die alle schon mal in Gießen auf der Regatta-Strecke unterwegs und genial. Auch, wo man ein Boot anfasst. Da sorgen wir. Habe ich gesehen, ihr habt auch Digitalfunk? Ja, wir haben Digitalfunk, einen PC mit einer Einsatzleitsoftware, also es ist alles digital mittlerweile. Das funktioniert besser wie damals über analog 2 Meter. Das ist schön. Was haben wir denn sonst noch Wissenswertes vielleicht für die Zuschauer, die den Bericht hier sehen? Einsatzzeit 8 Stunden, ihr habt ja einen bestimmten Zeitkontingent am Tag, was ihr abbildet. Wir treffen uns normalerweise so 2 Stunden vor dem ersten Rennen, dann frühstücken wir zusammen, Wachbesprechung. Eine Viertelstunde vor dem ersten Rennen sind wir alle auf Position und einsatzbereit, da fahren die ersten Ruderer dann. Gewöhnlicherweise schon. 8 Stunden oder mehr? Das war die Wörter. Mehr als 8 Stunden. Aber es ist Ehrenamt und es macht allen Spaß. Und am Ende grillen wir noch zusammen. Und dann. Das haben wir gerade gesehen. Gerade war Mittagsverpflegung mit Wurst, habe ich gesehen. Und da gibt es noch was da in dem Kessel. Ja, genau. Und üblicherweise gab es mal Würstchen. Normalerweise gibt es irgendwie eine Reispfanne oder irgendwas richtig gekochtes. Aufgrund der Taufe etwas. Verkürzt. Super, und das Wetter ist ja mal gut heute, weil ich habe schon Pfingstler gerade erlebt mit Dauerwind, Dauerregen, immer von Wetzlar Bahn aufwärts und es geht kaum runter. Gut, das vielleicht zum Abschluss. Danke für eure Hilfe und den Einsatz und nochmal danke für das Interview. David! Hoch mit der Frequenz, komm! Und zieh! Mit der Frequenz, zieh, David, komm! Komm, David! David, komm, jetzt gib doch mal was! Komm, David! Mehr Frequenz, zieh! Mehr Frequenz, mehr Frequenz! David! Mehr Frequenz! Komm, David, da geht mal! Und zieh! Mehr Frequenz! Mehr Frequenz! Frequenz! Komm, zieh! Zieh! Schneller, komm! Frequenz, komm! Komm, David, Frequenz! Frequenz! Zieh! Frequenz! Frequenz, komm! Fass den auf und komm! Aber Herr, sein Kurs ist stabil. Ja. Aber da wird's nochmal, links wird's nochmal eng auffahren.